Xenophon Anabasis, zweites Buch. Wie Kyros, im Begriff seinen Bruder Artaxerxes zu bekriegen, das griechische Heer zusammenzog, die Geschichte des Marsches, die Begebenheiten der Schlacht, der Fall des Kyros, wie ferner die Griechen, in dem Wahne, der Sieg sei allgemein und Kyros noch am Leben, nach ihrem Rückmarsch im Lager ausruhten, dies alles bildete den Inhalt des vorigen Buches. Als nun mit Tagesanbruch die Heerführer zusammenkamen, wunderten sie sich, dass Kyros weder selbst erschien, noch einen Boten mit Verhaltungsbefehlen abschickte. Sie beschlossen daher, sich zu rüsten und mit einem Überreste des Gepäcks vorzurücken, um sich mit Kyros zu vereinigen. Schon waren sie im Aufbruch begriffen und eben stieg die Sonne empor, als Prokles, Achon von Teutrania, ein Nachkomme des Lakedaimoniers Damaratus und Glus, des Tamus Sohn, ankamen. Diese brachten die Nachricht, Kyros sei geblieben und Areios habe sich mit seinen Truppen auf den Lagerplatz zurückgezogen, von dem die Armee am Tage vorher abmarschiert war. Zugleich meldeten sie des Areios Entschluss, diesen Tag auf sie zu warten, für den Fall, dass sie sich etwa mit ihm vereinigen wollten. Am folgenden Tag sei er aber gesonnen, den Rückmarsch nach Ionien anzutreten. Diese Nachricht machte auf die Feldherren und das ganze Heer den tiefschmerzlichsten Eindruck. Clerch nahm das Wort. Weh, dass Kyros nicht mehr lebt. Doch ist er nun tot? Dann sagt dem Areios, dass wir den König besiegt haben und dass, wie ihr seht, niemand mehr gegen uns kämpft. Und kamet ihr jetzt nicht, so ging unser Marsch weiter gegen den König. Sagt dem Areios, wir wollen ihn, wenn er zu uns stieße, auf den königlichen Thron setzen. Denn wer die Schlacht gewann, ist auch zu herrschen berechtigt. Mit diesem Auftrag entließ er die Gesandten und schickte mit ihnen in Lakedaimonia Chrysophus und den Thessalier Menon, der als Freund und Gastgenosse des Areios selbst mitzugehen wünschte. Sie gingen und Clerch blieb. Die Truppen beköstigten sich nun, so gut es die Umstände erlaubten, indem sie von dem Zugvieh Ochsen und Esel schlachteten. Zur Feuerung holten sie sich vom Wahlplatz eine kleine Strecke vor der Front Pfeile, deren eine große Menge vorhanden war. Die königlichen Überläufer hatten die ihrigen auf Geheiß der Griechen wegwerfen müssen. Geflochtene Schilde außerdem, hölzerne ägyptische Schilde, auch viele Tartschen und Wagen, denen das Vorgespann fehlte. Dies alles benutzten sie, um sich für diesen Tag ihre Speisen dabei zu kochen. Mittags nun kamen Herolde vom König und Tissaphernes, von denen nur einer, Phalinus, ein Grieche war. Dieser hielt sich beim Tissaphernes auf und stand in großem Ansehen, denn er gab sich in Taktik und Waffenkunde für einen Kenner aus. Bei ihrer Annäherung riefen sie die griechischen Heerführer und sagten, da der König die Schlacht gewonnen und den Kyros getötet habe, so erteile er den Griechen Befehl, die Waffen zu strecken, in sein Hauptquartier zu kommen und sich um seine Gnade zu bewerben. Diesen Antrag der Herolde hörten die Griechen mit Unwillen an. Dennoch sagte Clerch nur so viel, es sei nicht die Sache der Sieger, die Waffen zu strecken. Indessen, fügte er hinzu, mögt ihr Heerführer ihnen antworten, wie es nach eurer Überzeugung Ehre und Nutzen erfordert. Ich werde bald wieder hier sein. Es rief ihn nämlich, weil er eben im Opfern begriffen war, einer der Opferdiener zur Beschauung der Eingeweide ab. Hierauf antwortete der Arkadier Kleanor, als der Älteste, die Griechen wollen lieber sterben, als die Waffen ausliefern. Was mich betrifft, Phalinus, sagte Proxenus aus Theben, so wünschte ich zu wissen, ob der König die Waffen als Sieger von Besiegten oder als Freund von Freunden verlangt. Denn im ersten Fall dürfe er nicht darum bitten, sondern sie abholen. Im zweiten aber müsste er den Soldaten sagen, was er ihnen für ihre Gefälligkeit bewilligen wollte. Der König, erwiderte Phalinus, glaubt Sieger zu sein, weil er den Kyros getötet hat. Denn wer will ihm jetzt noch die Herrschaft streitig machen? Auch euch glaubt er in seiner Gewalt zu haben, weil ihr mitten in seinen Staaten diesseits undurchgänglicher Flüsse seid und weil er euch eine so zahlreiche Macht entgegenstellen kann, dass eure Kräfte erliegen würden, auch wenn er sie eurer Willkür zur bloßen Niedermetzelung überließe. Hierauf sprach der Athener Xenophon, jetzt, Phalinus, haben wir, wie du siehst, keine anderen Schätze als Waffen und Tapferkeit. Im Besitze der Ersteren wollen wir auch die Letzteren nicht verleugnen, denn liefern wir jene aus, geben wir unser Leben preis.
Erwarte daher nicht, dass wir die einzigen Hilfsmittel, die uns noch übrig sind, dahingeben werden. Mit ihnen wollen wir vielmehr noch um eure Besitzungen kämpfen. Lächelnd erwiderte Falinus: Ei, junger Mann, du scheinst ein Philosoph zu sein und sprichst nicht übel. Doch glaube nur, es wäre eine Torheit zu wähnen, dass eure Tapferkeit die Macht des Königs überwinden könnte. Einige andere zeigten, wie es hieß, mehr Nachgiebigkeit in ihrer Antwort. Sie hätten dem Kyros treu gedient und würden auch dem König, wenn er ihr Freund werden wollte, entweder in einem Heerzug gegen Ägypten oder in irgendeiner anderen Unternehmung die wichtigsten Dienste leisten können. Hier kam Kleach dazu und fragte, ob man schon geantwortet hätte. »Die Meinungen«, versetzte Falinus, »gehen hier sehr auseinander. Sag uns doch die deinige, Kleach.« »Mit Vergnügen, Falinus«, erwiderte dieser, »sah ich es, dass du kamst, und ich glaube von allen diesen hier dasselbe versichern zu können. Denn du bist ein Grieche, und wir alle, die du hier siehst, sind es auch. In dieser Lage nun fragen wir dich auch, was ist in der Sache zu tun? Gib du nun bei den Göttern, gib uns einen Rat, der nach deiner Überzeugung der ehrenvollste und beste ist, und der auch in der Folge, wenn man erzählt, dass Falinus ihn einst den Griechen gab, obgleich er von dem König dazu abgeschickt war, um ihnen die Niederlegung der Waffen anzubefehlen, dir noch Ehre bringen kann. Denn natürlich wird man, du weißt es, in Griechenland über den Rat sprechen, den du uns gegeben hast.« Kleach nahm diese Wendung, um den Abgesandten des Königs selbst zu dem Vorschlag zu stimmen, die Waffen nicht niederzulegen, damit die Griechen desto mehr Mut fassen möchten. Falinus aber wich ihm aus und antwortete gegen seine Erwartung: »Habt ihr von 1000 Hoffnungen nur noch eine, euch durch die Gewalt der Waffen zu retten, so rate ich euch, diese nicht niederzulegen. Liegt aber euer Schicksal in den Händen des Königs, so rettet euch, wie ihr könnt.« »Das also wäre dein Rat«, erwiderte Kleach. »Von uns indessen, nimm die Antwort zurück. Wir wären der Meinung, dass es im Falle eines Bündnisses für den König, im Falle des Bruchs aber für uns vorteilhafter sei, wenn wir die Waffen behalten.« »Diese Nachricht«, sagte Falinus, »wollen wir dem König bringen. Indessen haben wir noch den Auftrag, euch zu eröffnen, dass der König euch, wenn ihr hier bleibt, einen Vertrag anbietet. Marschiert ihr aber vorwärts oder zurück, so habt ihr Krieg. Sagt mir also auch hierüber euren Entschluss.« »Antworte nur darauf«, sprach Kleach, »dass wir mit dem König gleicher Meinung wären.« Falinus: »Welcher Meinung also?« Kleach: »Bündnis, wenn wir bleiben, Krieg, wenn wir marschieren.« Falinus: »Soll ich nun Bündnis oder Krieg ankündigen?« Kleach aber wiederholte seine Erklärung, ohne seinen Entschluss zu sagen. Falinus zog nun mit seinen Begleitern ab. Vom Areius aber kamen Prokles und Chirisophus. Denn Menon war bei ihm geblieben zurück. Diese brachten folgende Antwort von ihm: Es gäbe viele Perser, die ihn an Vorzügen übertreffen und dem Plane, ihn zum König zu machen, sich wohl widersetzen dürften. Wollten die Griechen aber mit fortziehen, so müssten sie noch diese Nacht kommen. Wenn nicht, so würde er am folgenden Morgen seinen Rückmarsch antreten. Kleach antwortete: Ja, so muss es sein, wenn wir kommen. Kommen wir nicht, so handelt, wie ihr eurem Vorteile gemäß handeln zu müssen glaubt. Seinen Entschluss aber sagte er auch diesen nicht. Hierauf, da die Sonne schon unterging, ließ er die Ober- und Unterbefehlshaber zusammenkommen und sprach: Als ich, meine Freunde, für den Marsch gegen den König opferte, waren die Anzeichen nicht glücklich und konnten es aber auch natürlich nicht sein, denn wie ich eben erfahre, fließt zwischen uns und dem König der schiffbare Tigris, über den wir ohne Fahrzeuge, und die fehlen uns doch, nicht kommen könnten. Hier bleiben aber können wir auch nicht, denn wir haben keine Lebensmittel. Doch für eine Vereinigung mit dem Heere des Kyros gab das Opfer die glücklichsten Anzeichen. Wir müssen daher unsere Maßregeln so nehmen. Jetzt geht nun fort und esst, so gut es die Umstände erlauben. Wenn aber mit dem Horne das Zeichen gegeben wird, das sonst die Nachtruhe andeutet, so packt ein, bei der zweiten Losung
Beladet die Lasttiere und bei der dritten folgt eurem Anführer. Das Zugvieh lasst am Fluss gehen und deckt die Seiten mit den Hopliten. Hierauf schieden die Heerführer und Hauptleute von ihm und befolgten seine Vorschrift. Auch in der Folge gehorchten sie ihm als Oberfeldherrn, ohne ihn dazu gewählt zu haben, weil sie in ihm allein die Eigenschaften eines guten Anführers vereinigt sahen und an Erfahrenheit ihm nachstanden. Die Länge des Weges, den die Griechen von Ephesus in Ionien bis zum Schlachtfeld zurückgelegt hatten, betrug 93 Märsche. Nach dem Anbruch der Dunkelheit ging der Thrakier Miltozytes mit seiner ungefähr 40 Mann starken Reiterei und 300 Mann thrakischen Fußvolks zum König über. Die übrigen Truppen traten unter Klearchs Anführung der Verabredung gemäß den Rückmarsch an und erreichten ihren ersten Standort beim Areius und seiner Armee um Mitternacht. Die Heerführer und Hauptleute der Griechen versammelten sich, nachdem sie ihre Leute hatten unter Waffen treten lassen, beim Areius, und nun verbanden sie sich mit diesem und den Vornehmsten bei ihm durch einen wechselseitigen Eid, einander nicht zu verraten, sondern sich gegenseitig treulichst beizustehen. Überdies schwuren auch noch die Barbaren, den Marsch ohne Trug zu leiten. Die Eidesleistung geschah bei einem Opfer, das aus einem Eber, Stier, Wolf und Widder bestand, und wobei in einem mit Opferblut gefüllten Schild die Griechen ein Schwert und die Barbaren eine Lanze eintauchten. Nach Abschließung des Bündnisses sagte Klearch: Da wir nun, Areius, den Rückmarsch gemeinschaftlich machen, so sage mir doch deine Meinung über die Richtung desselben. Wollen wir denselben Weg wieder betreten, auf dem wir herkamen, oder glaubst du, einen besseren gefunden zu haben? Wenn wir, erwiderte dieser, das Erstere tun, so müssen wir alle Hungers sterben, denn wir haben ja jetzt keine Lebensmittel mehr. Auf den nächsten 17 Märschen von hier aus bot uns auf dem Heerweg das Land gar nichts dar. Und war irgend noch etwas vorhanden, so haben wir es damals schon aufgezehrt. Der Weg aber, den wir jetzt nehmen wollen, ist zwar länger, aber wir werden auch auf ihm keinen Mangel leiden. Nun müssen wir anfangs äußerst starke Märsche machen, um das königliche Heer so weit als möglich hinter uns zu lassen, denn wenn wir nur einmal zwei oder drei Märsche voraus haben, so kann uns der König nicht mehr einholen. Mit einem Korb wird er die Verfolgung nicht wagen. Und mit einer starken Armee kommt er zu langsam vorwärts und ist auch hinsichtlich der Lebensmittel in derselben Lage wie wir. Das ist meine Meinung darüber. Man verband mit diesem Plan keine andere Absicht, als den Feinden durch die Flucht zu entgehen. Das Glück aber gab der Sache eine rühmlichere Wendung. Mit Anbruch des Tages traten sie, die Sonne zur Rechten, den Marsch an, in der Hoffnung, die sie auch nicht täuschte, mit dem Sonnenuntergang babylonische Dörfer zu erreichen. Noch in den Nachmittagsstunden aber glaubte man, feindliche Reiter zu erblicken. Diejenigen Griechen, die gerade nicht in Reih und Glied marschierten, eilten in ihre Reihen, und Areius, der einer Wunde wegen sich fahren ließ, stieg ab und bepanzerte sich samt seinem Gefolge. Während der Rüstung brachen die vorausgeschickten Späher die Nachricht, dass es keine Reiterei, sondern beiden das Zugvieh wäre. Daraus schloss man allgemein auf die Nähe des königlichen Lagers, zumal man da auch aus naheliegenden Dörfern Rauch aufsteigen sah. Klearch führte nun zwar seine Leute nicht gegen den Feind, denn er nahm sowohl darauf, dass sie müde waren und noch nichts gegessen hatten, als auf die späte Tageszeit Rücksicht. Doch gab er, um den Schein einer Flucht zu vermeiden, dem Marsch keine andere Richtung, sondern zog gerade vorwärts und rückte bei Sonnenuntergang an der Spitze des ersten Heerhaufens in die nächsten Dörfer ein, wo die königlichen Truppen sogar das Holzwerk von den Häusern heruntergerissen hatten. Die ersten quartierten sich in die Dörfer ungefähr in derselben Ordnung ein, die man im Felde beobachtete. Die letzten Truppen aber, die mit einbrechender Nacht anrückten, übernachteten, wie es der Zufall fügte, und machten dadurch, dass sie einander zuriefen, einen solchen Lärm, dass er den Feinden hörbar wurde, von denen die nächsten sogar aus ihren Zelten entflohen. Dies wurde man am folgenden Tag gewahr, denn da war kein Vieh, kein Lager und kein Rauch mehr zu sehen. Selbst der König schien über die Ankunft der Feinde bestürzt zu sein, wie man aus den Maßregeln, die er am folgenden Tage nahm, wahrnehmen konnte. Indessen gerieten bei zunehmender Nacht auch die Griechen in Furcht, und es entstand daraus, wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, Lärm und Getümmel. Klearch, der gerade den Elea Tolmides, den besten Herold seiner Zeit, bei sich hatte, befahl diesem, Ruhe zu gebieten und auszurufen,
Die Heerführer ließen bekannt machen, dass derjenige, der angeben könnte, wer den Esel ins Lager habe laufen lassen, 1 Talent Silber zur Belohnung erhalten solle. Nach diesem Ausruf erkannten die Griechen, dass es ein leerer Schrecken gewesen war und dass ihren Anführern nichts fehlte. Mit der Dämmerung ließ Kleach die Griechen in die Ordnung treten, die sie im Treffen inne gehabt hatten. Dass der König, wie oben erwähnt, über den Anmarsch der Feinde erschrocken war, lag am Tage. Denn ungeachtet er noch tags zuvor den Griechen die Auslieferung der Waffen hatte anbefehlen lassen, schickte er doch jetzt am frühen Morgen Herolde ab, um ihnen einen Vertrag anzubieten. Die Vorposten meldeten das Verlangen derselben, mit den Heerführern zu sprechen, und erhielten von Kletach, der eben mit der Musterung beschäftigt war, Befehl, sie zur Geduld zu verweisen, bis er Muße hätte. Nachdem er die Truppen so gestellt hatte, dass sie, in eine dichte Phalanx gedrängt, den herrlichsten Anblick gewährten und kein Unbewaffneter zu sehen war, ließ er die Boten zu sich rufen und trat ihnen an der Spitze einer ausgewählten Mannschaft, die sich durch ihre Rüstung und ihr Ansehen empfahl, entgegen, was nach seiner Vorschrift auch die übrigen Heerführer taten. Auf seine Frage nach ihrem Begehren antworteten sie, der König habe Personen bevollmächtigt, um zwischen ihm und den Griechen einen Vertrag zu schließen und die wechselseitigen Bedingungen zu überbringen. Nun, so sagt ihm, erwiderte Kleach, wir müssen uns vor allem schlagen, denn wir hätten nichts zu essen und ohne dafür gesorgt zu haben, würde es keiner wagen, den Griechen von Waffenstillstand zu reden. Auf diesen Bescheid ritten die Herolde fort, und bei ihrer Rückkunft, die sehr bald erfolgte und auf die Nähe des Königs oder einer anderen bevollmächtigten Person schließen ließ, sagten sie, ihre Gründe leuchteten dem König ein, und sie kämen mit Wegweisern, um ihnen, wenn sie zu einem Vertrag geneigt wären, Lebensmittel anzuweisen. Kleach fragte weiter, ob sich der Waffenstillstand nur auf die hin- und zurückgehenden Unterhändler oder auf alle erstrecken solle. Auf alle, erwiderten sie, so lange, bis der König eure Anträge gehört hat. Hierauf ließ Kleach sie abtreten und legte die Sache den Heerführern zur Beratschlagung vor. Diese hielten es für ratsam, den Vertrag sogleich anzunehmen, um ohne Schwierigkeit Lebensmittel zu erhalten. Auch ich, sagte Kleach, bin dieser Meinung. Indessen will ich mich nicht sogleich erklären, sondern eine Weile zögern, bis sie besorgt werden, ob wir den Vertrag auch annehmen möchten. Ja, ich glaube, selbst unsere Soldaten werden dasselbe befürchten. Als es ihm nun Zeit schien, machte er seine Einwilligung zu dem Vertrag bekannt und verlangte, dass die Abgesandten sogleich zu dem Empfang der Lebensmittel den Weg zeigten. Dies geschah, und Kleach nun ließ, um den Vertrag zu schließen, das Heer, dessen Hintertreffen er führte, in Ordnung den Marsch antreten. Da man auf diesem Wege Graben und Kanäle antraf, die voll Wasser waren und ohne Brücken nicht passiert werden konnten, so bewerkstelligte man den Übergang dadurch, dass man Palmbäume, die teils schon da lagen, teils erst gefällt wurden, darüber hinwarf. Auch hier zeigte sich Kleach als Anführer von der trefflichsten Seite. Die linke Hand mit einer Lanze, die rechte mit einem Stock bewaffnet, gab er Achtung. Und wenn er unter den zu diesem Geschäft kommandierten Soldaten einen bemerkte, der sich lange besann und eine bequeme Stelle auswählte, so züchtigte er ihn und legte dann selbst, auch wenn er in Schlamm warten musste, Hand ans Werk. Die Scham ermunterte nun alle, gleiche Tätigkeit zu beweisen. Eigentlich waren zu dieser Arbeit nur Leute bis ins 30. Jahr beordert. Als aber die Älteren den Kleach so tätig sahen, griffen auch sie das Werk an. Kleach eilte umso mehr, dieses Hindernis bald aus dem Weg zu räumen, weil er vermutete, dass die Gräben nicht immer so voller Wasser wären, sondern dass der König durch die Bewässerung dieses Feldes, die der Jahreszeit gar nicht anpasste, den Griechen nur die vielen Schwierigkeiten ihres ferneren Marsches habe vorspiegeln wollen. Sie setzten dann ihren Zug fort und kamen in die Dörfer, wo nach Angabe der Wegweiser Lebensmittel anzutreffen waren. Man fand daselbst viel Getreide, nebst Palmwein und Palmessig. Die Datteln von der Größe, wie man sie in Griechenland sieht, werden für Gesinde aufgehoben. Die ausgewählten aber, Stücke von bewundernswürdiger Größe und Schönheit und an Farbe dem Bernstein ganz gleich, sind den Herrschaften bestimmt. Manche pflegen sie zu trocknen und zum Nachtisch aufzusetzen. Auch das Getränk davon schmeckte angenehm, verursachte aber Kopfweh. Hier aßen die Soldaten auch zum ersten Male Palmmark,
und viele konnten sich über die Gestalt und den eigenen Wohlgeschmack desselben nicht genug wundern. Es verursachte aber ebenfalls starken Kopfschmerz. Der Palmbaum, aus dem das Mark herausgenommen war, verdorrte gänzlich. Während ihres hiesigen Aufenthalts, der 3 Tage dauerte, kam Tissaphernes nebst dem Bruder der Königin und noch 3 anderen Personen mit einem starken Gefolge von Sklaven von dem Großkönig zu ihnen. Die griechischen Heerführer waren ihnen entgegengegangen und Tissaphernes hielt durch einen Dolmetscher folgende Anrede an sie. »Da ich, ihr Griechen, als Griechenlands Nachbar, es sah, in was für schlimme und rettungslose Lagen ihr euch stürztet, so hielt ich es für ein nicht leicht zu hoffendes Glück, wenn es mir gelänge, von dem König die Erlaubnis zu erwirken, euch wohlbehalten in euer Vaterland zurückzubringen. Denn für diesen Dienst glaube ich doch, auf euren und des ganzen Griechenlandes Dank rechnen zu dürfen. In dieser Voraussetzung bat ich den König und gründete meine Ansprüche auf seine Bewilligung darauf, weil ich ihn zuerst von den Absichten des Kyros unterrichtete und mit dieser Nachricht zugleich auch Hilfstruppen mitbrachte. Weil ich ferner von den persischen Feldherren, die gegen euch fochten, der einzige war, der nicht floh, sondern sich durchschlug und mit dem König in eurem Lager, wohin er nach Kyros Fall vorgedrungen war, vereinigte. Weil ich endlich die barbarischen Truppen des Kyros eben mit dem Korb, das ich mitbrachte und das aus den getreuesten Leuten des Königs besteht, verfolgte. Der König versprach mir, die Sache in Überlegung zu ziehen, doch trug er mir auf, euch zu fragen, warum ihr gegen ihn gefochten habt. Wenn ihr euch nun raten lasst, so antwortet gemäßigt, um mich zu unterstützen, der ich mich bei ihm für euer Wohl verwende. Hierauf entfernten sich die Griechen, um zu beratschlagen, und brachten folgende Antwort, die Kleach vortrug, zurück. Weder beim Zusammenziehen unserer Truppen, noch später auf dem Marsch hatten wir die Absicht, den König zu bekriegen. Aber Kyros, wie dir auch sehr wohl bekannt ist, erfand mancherlei Vorwände, um uns nach Oberasien zu führen und euch recht unvermutet anzugreifen. Da wir nun seine Absicht erst dann erfuhren, als er sich schon in der schlimmsten Lage befand, so bewog uns die Scheu vor Göttern und Menschen, einem Mann, von dem wir uns vorher hatten Wohltaten erzeigen lassen, nicht zu verraten. Jetzt aber, da Kyros tot ist, haben wir keinen Grund mehr, gegen das Leben oder die Herrschaft des Königs feindliche Absichten zu hegen oder seine Länder zu verwüsten. Nur wolle man uns ungefährdet in unser Vaterland ziehen lassen. Gegen den, der uns angreift, werden wir uns mit Hilfe der Götter wehren. Behandelt man uns aber freundschaftlich, so wollen wir alles aufbieten, um uns auch hierin nicht übertreffen zu lassen. Diese Erklärung, sagte Tissaphernes, will ich dem König bringen und euch seine Antwort darauf bekannt machen. Bis dahin dauert der Waffenstillstand fort und wir versorgen euch mit Lebensmitteln. Am folgenden Tag blieb er aus und die Griechen fingen schon an, besorgt zu werden. Am 3. Tag aber kam er und brachte folgende Antwort. Ich habe es nun beim König ausgewirkt, euch in Frieden nach Griechenland zurückzuführen, obgleich mir viele aus dem Grund widersprachen, dass es der Ehre des Königs entgegen sei, seine Feinde so ruhig ziehen zu lassen. Und nun, sagte er am Schluss, könnt ihr euch von uns die Versicherung geben lassen, dass ihr in unserem Land nichts zu besorgen habt, sondern Lebensmittel und sicheres Geleit nach Griechenland erhalten werdet. Da, wo wir euch etwa keinen Marktplatz anweisen, dürft ihr euch das Nötigste selbst aus der umliegenden Gegend nehmen. Ihr müsst uns aber auch im Gegenteil schwören, friedlich durch unser Land zu ziehen, da, wo kein Markt ist, nur Essen und Trinken zu nehmen, auf den Marktplätzen aber die Lebensmittel bar zu bezahlen. Dies wurde genehmigt und von beiden Teilen beschworen, wobei Tissaphernes und der Bruder der Königin mit den griechischen Heerführern und Hauptleuten den Handschlag wechselten. Hierauf sagte Tissaphernes, jetzt gehe ich nun wieder zum König. Nach Beendigung meiner Geschäfte aber komme ich marschfertig wieder, um in meine Provinz abzugehen und euch nach Griechenland zu bringen. Kapitel 4 Areius und das griechische Heer, die sich nahe nebeneinander gelagert hatten, warteten auf den Tissaphernes über 20 Tage. Während dieser Zeit erhielt Areius einen Besuch von seinen Brüdern und anderen Verwandten und zu seinen Truppen kam eine Anzahl Perser, die ihnen teils gute Hoffnungen machten, teils sogar im Namen des Königs die Versicherung gaben, dass er weder ihren mit dem Kyros unternommenen Kriegszug noch irgendeinen anderen ihrer früher begangenen Fehler strafen würde. Nach diesem Vorfall
äußerte sich bei Areius und seinem Heer eine sichtbare Kälte gegen die Griechen. Mehrere unter diesen fiel es auf. Sie kamen deshalb zum Kleach und sagten zu ihm und den übrigen Anführern: »Worauf warten wir noch? Ist es uns etwa unbekannt, dass der König nichts lieber sehen würde, als unser Verderben, um auch die anderen Griechen von Kriegszügen gegen ihn abzuschrecken? Er hält uns jetzt absichtlich hier auf, weil seine Truppen zerstreut sind. Sobald er diese wieder zusammengezogen hat, was sollte ihn dann abhalten, uns anzugreifen? Vielleicht zieht er auch irgendwo Gräben oder wirft Schanzen auf, um uns den Rückzug abzuschneiden. Denn gutwillig wird er uns wohl nicht nach Griechenland die Nachricht bringen lassen, dass wir, solch ein Häuflein, die Heeresmacht des Königs in der Nähe seiner Hauptstadt besiegten und dann lachend abzogen.« Kleach erwiderte: »So sehr ich einerseits euren Gedanken meinen Beifall nicht versagen kann, so sehe ich doch auch andererseits, dass wir uns, wenn wir jetzt fortziehen, dem scheinbaren Vorwurf aussetzen, den Vertrag gebrochen und die Feindseligkeiten erneuert zu haben. Ferner, wer würde uns einen Marktplatz anweisen oder Lebensmittel nehmen lassen? Wer würde unseren Marsch leiten? Sobald wir diesen Schritt tun, fällt Areius sogleich von uns ab, und dann haben wir nicht nur unsere Freunde verloren, sondern sie uns auch noch zu Feinden gemacht. Ob wir außer dem Euphrat noch über andere Flüsse zu setzen haben, weiß ich nicht. Dass aber der Übergang über jenen Fluss, wenn ihn der Feind streitig macht, unmöglich wird, ist bekannt. Auch haben wir, wenn es zur Schlacht käme, keine Reiterei zur Unterstützung, die des Feindes hingegen ist sehr zahlreich und trefflich. Welchen Verlust würden wir da dem Feind zufügen, gesetzt auch wir erhielten einen Sieg? Im anderen Fall aber käme von uns nicht ein Mann davon. Warum sollte also der König, dem so viele Hilfsmittel zu Gebote stehen, wenn er unser Verderben wollte, erst für nötig befunden haben, seine Versicherung zu beschwören, die Götter durch einen Meineid zu erzürnen und das den Griechen und Barbaren gegebene Versprechen zurückzunehmen? Diese und ähnliche Einwendungen machte Kleach. Indessen kam Tissaphernes, um, wie es schien, in die Provinz abzugehen, und Orontes, jeder mit seinem Korb. Letzterer führte auch die Tochter des Königs, die ihm vermählt war, mit sich. Die Armee zog nun unter der Leitung des Tissaphernes, der auch die Besorgung der Lebensmittel übernahm, weiter. Areius, der des Kyros Barbarenheer befehligte, marschierte in Verbindung mit dem Tissaphernes und Orontes und schlug auch sein Lager bei ihnen auf. Die Griechen aber, die ihnen nicht recht trauten, marschierten von eigenen Wegweisern geführt, besonders und lagerten sich auch immer in der Entfernung von ihnen, die eine Parasange oder etwas weniger betrug. Jeder Teil glaubte in dem anderen einen Feind zu erblicken, und das machte sie argwöhnisch. Wenn mitunter die Soldaten, die nach Holz oder Futter ausgingen, an einem Ort zusammentrafen, so entstanden Schlägereien, die zu der feindseligen Stimmung das ihrige beitrugen. Nach 3 Tagen kamen sie zur medischen Mauer und setzten nun jenseits derselben ihren Marsch fort. Diese, in der Nähe Babylons, ist von Backsteinen, die mit Erzharz verkittet sind, erbaut. 20 Fuß breit und 100 Fuß hoch. Ihre Länge beträgt, den Angaben nach, 20 Parasangen. Hierauf marschierten sie in 2 Tagen 8 Parasangen und gingen über 2 Kanäle, über den einen auf einer Brücke, über den anderen auf 7 Fahrzeugen, die ein Ufer mit dem anderen verbanden. Die Kanäle sind aus dem Tigris abgeleitet und aus ihnen ziehen sich Gräben über das Land, anfangs große, dann kleinere und endlich ganz kleine, wie man sie in Griechenland auf Buchweizenfeldern sieht. Nun kam man zum Tigris, wo Sitatze, eine große und volkreiche Stadt, 15 Stadien abwärts vom Flusse liegt. Hier lagerten sich die Griechen in der Nähe eines schönen, großen, mit Bäumen aller Art dicht bewachsenen Gartens. Die Barbaren aber, die über den Tigris gingen, konnte man nach ihrem Übergang nicht mehr sehen. Als Proxenos und Xenophon nach dem Abendessen vor dem Lager spazieren gingen, kam ein Unbekannter zu dem Vorposten und äußerte den Wunsch, mit Proxenos oder Kleach sprechen zu können. Nach Menon fragte er nicht, obgleich er vom Areius, dem Gastfreunde Menons, kam. Auf die Erklärung des Proxenos, er sei, den er suche, sagte der Unbekannte: »Areius und Artaudus, des Kyros ehemalige Anhänger und eure Freunde, lassen euch doch mich empfehlen, gegen einen feindlichen Überfall in dieser Nacht auf eurer Hut zu sein. Denn in dem benachbarten Tiergarten liegt ein zahlreiches Truppenkorps.
Sie raten euch ferner, die Tigerbrücke zu besetzen, weil Tissaphernes willens ist, sie in dieser Nacht womöglich abzubrechen, damit ihr dann außerstande, den Fluss zu passieren, auf die Fläche zwischen diesem und dem Kanal eingeschränkt würdet. Nach dieser Erklärung führten sie ihn zum Kleach, der über diese ihm mitgeteilte Nachricht in nicht geringe Bestürzung geriet. Ein junger Mann aber unter den anwesenden Personen, der die Sache erwogen hatte, machte die Bemerkung, das Abwerfen der Brücke sei dem Plan, die Griechen zu überfallen, nicht angemessen. Denn natürlich müssen sie, fuhr er fort, bei dem Überfall entweder gewinnen oder verlieren. Gewinnen sie, so sehe ich nicht ein, was es ihnen nützen würde, die Brücke abgebrochen zu haben. Denn auch bei einer Menge von Brücken würde uns doch kein Ausweg zur Flucht und zur Rettung offenstehen. Erklärt sich aber der Sieg für uns, so hätten sie sich selbst durch das Abwerfen der Brücke den Weg zur Flucht gesperrt. Und von den jenseitigen Truppen, wären sie auch noch so zahlreich, würden sie keine Unterstützung erhalten können. Hierauf befragte Kleach den Boten über die Größe der Landschaft zwischen dem Tigris und dem Kanal. Sie ist weitläufig, erwiderte dieser, und enthält eine Menge von großen Dörfern und Städten. Nun sah man erst ein, dass die ganze Nachricht eine Kriegslist der Barbaren war, welche besorgten, die Griechen möchten jenseits der Brücke auf der Insel bleiben. Hier werden sie auf der einen Seite durch den Tigris, auf der anderen durch den Kanal gedeckt. Die dazwischenliegende weite und fruchtbare Landschaft, der es auch nicht an Leuten fehlte, die sie bebauen würden, könnten ihnen Lebensmittel liefern. Und ein etwaiger Feind des Königs möchte dann hierher seine Zuflucht nehmen, um ihn von hier aus zu befehden. Man begab sich nun zur Ruhe, ließ aber dennoch die Brücke bewachen. Allein es geschah kein Überfall, und keiner von den Feinden hatte sich, laut Aussage der Wache, ihr genähert. Bei dem Anbruch der Morgenröte wurde der Übergang über die Brücke, die aus 37 Fahrzeugen zusammengesetzt war, mit möglichster Vorsicht bewerkstelligt, denn einige der Griechen, die beim Tissaphernes waren, hatten die Nachricht gebracht, dass der Angriff während des Übergangs erfolgen würde. Allein dies war ganz unrichtig. Zwar näherte sich während des Marsches über die Brücke Glus mit einigen Begleitern, um zu sehen, ob die Griechen über den Fluss gehen würden. Allein er eilte sogleich zurück, als er sich davon überzeugt hatte. Von hier aus legten sie in 40 Märschen 20 Parasangen zurück und kamen zurück zum Fiskus. Dieser Fluss war ein Plätrum breit und trug eine Brücke. An ihm liegt Opis, eine große Stadt. Hier begegnete den Griechen der uneheliche Bruder des Kyros und Artaxerxes, der von Susa und Ekbatana aus dem König ein starkes Hilfskorps zuführte. Er ließ seine Truppen Halt machen und sah sich den Vorbeimarsch der Griechen an. Kleach ließ die Armee in einer Kolonne, die Kompanie zwei Mann hoch, marschieren und von Zeit zu Zeit halten. Solange nun das Vordertreffen hielt, solange musste notwendig der Stillstand durch das ganze Heer dauern. Dies gab der Armee selbst in den Augen der Griechen das Ansehen einer außerordentlichen Größe und setzte den zuschauenden Perser in Erstaunen. Hierauf setzten sie ihren Zug durch Medien fort und legten in 6 Märschen durch wüste Gegenden 30 Parasangen zurück, bis zu den Dörfern der Parysatis, der Mutter des Kyros und des Königs. Diese Ortschaften überließ Tissaphernes, um das Andenken des Kyros zu schmähen, den Griechen zur Plünderung. Sklaven nur durften sie nicht mitnehmen, sonst aber erbeuteten sie hier viel Getreide, Vieh und andere Sachen. Von hier aus zogen sie den Tigris zur Linken, in 5 Märschen durch Wüsten 20 Parasangen fort. Auf dem ersten Marsch brachten die Einwohner von Zähne, einer großen und blühenden Stadt jenseits des Flusses, auf ledernen Fahrzeugen Brot, Käse und Wein herüber. Sie rückten weiter und kamen an den Zabatus, einen 4 Plätren breiten Strom, und rasteten 3 Tage daselbst. Während dieser Zeit beobachtete man sich wieder argwöhnisch, wiewohl man keine Nachstellungen entdecken konnte. Kleach hielt es daher für gut, sich mit Tissaphernes darüber zu besprechen und womöglich dem Verdachte ein Ende zu machen, ehe er in Feindseligkeiten ausbreche. Er ließ ihm seinen Wunsch nach einer Zusammenkunft eröffnen und Tissaphernes nahm sie an. Bei dieser sprach Kleach: Trotz des Eidschwurs, der uns, Tissaphernes, gegenseitig verpflichtet, einander keinen Schaden zu tun, bemerke ich doch, dass du uns wie Feinde beobachtest. Und bei Wahrnehmung deines Argwohns brauche ich natürlich eine gleiche Vorsicht gegen dich.
Da ich aber bei aller Aufmerksamkeit keine feindliche Veranstaltung deinerseits bemerken kann und überzeugt bin, dass auch wir keine bösen Absichten hegen, so habe ich es für dienlich gehalten, mit dir darüber zu sprechen, um womöglich das Misstrauen unter uns zu heben. Denn es ist mir aus der Erfahrung bekannt, dass Menschen durch Verleumdung oder bloßen Verdacht gereizt, ihren vermeinten Gegnern, die vielleicht gar nichts Böses vermuten oder beabsichtigen, zuvorzukommen suchen und oft unersetzlichen Schaden zufügen. Da ich nun glaube, dass dergleichen Missverständnisse am besten durch eine mündliche Erklärung behoben werden können, so komme ich her, um dir zu beweisen, dass dein Misstrauen gegen uns keinen Grund hat. Das erste und wichtigste Hindernis, das uns abhalten muss, einander feindlich zu behandeln, ist der Eid, den wir bei den Göttern schwuren. Wer sich bewusst ist, diesen verletzt zu haben, an dessen Stelle möchte ich nicht sein. Ihn würde, meiner Vorstellung nach, weder die größte Schnelligkeit, noch die ärgste Finsternis, noch die festeste Burg vor dem Zorn der Götter schützen können. Denn ihnen ist alles unterworfen, und überall herrschen sie mit gleicher Gewalt. So denke ich über die Götter und den Eid, durch den wir uns vor ihren Augen wechselseitige Freundschaft zusicherten. Auf Erden aber halte ich dich gegenwärtig für unsere vornehmste Stütze, denn unter deiner Anführung finden wir überall offene Bahnen, gehen über jeden Fluss und leiden nie Mangel. Ohne dich aber tappen wir im Finstern, denn wir wissen den Weg nicht. Jeder Fluss macht uns Schwierigkeit, jeder Wohnsitz ist uns furchtbar, und noch weit furchtbarer ist es uns, von Menschen ganz entfernt zu sein, ein Zustand, der uns in jeder Rücksicht in die äußerste Verlegenheit setzt. Wären wir aber auch wahnsinnig genug, dir das Leben zu nehmen, würden wir wohl durch die Ermordung unseres Wohltäters einen anderen Zweck erreichen, als dass wir uns der Ahndung seines mächtigsten Mitkämpfers, des Königs, aussetzten? Im Gegenteil, will ich dich an die vorteilhaften Aussichten erinnern, die ich mir selbst durch ein feindseliges Verfahren gegen dich rauben würde. Ich suchte des Kyros Freundschaft, weil er mir damals unter allen am fähigsten schien, seinen Freunden nützlich zu werden. Jetzt nun sehe ich, dass du mit deiner vorigen Herrschaft auch noch die Macht und das Gebiet des Kyros verbindest und an eben dem König, den Kyros bekämpfte, einen Bundesgenossen hast. Wer könnte unter diesen Umständen wohl so töricht sein, deine Freundschaft gering zu schätzen? Doch andererseits muss ich auch die Gründe anführen, worauf ich meine Hoffnung stütze, dass auch unsere Freundschaft dir schätzbar sein muss. Es ist mir bekannt, dass die Mysier eure Feinde sind. Diese nun hoffe ich mit den gegenwärtigen Truppen euch zu unterwerfen. Dasselbe gilt auch von den Pisidiern. Und so hörte ich noch von mehreren Völkerschaften dieser Art, denen ich die Macht, euch beständig zu beunruhigen, zu nehmen gedenke. Was die Ägypter anbetrifft, gegen die ihr jetzt, wie ich sehe, am meisten aufgebracht seid, so sehe ich nicht ein, welcher Hilfstrupp mir euch, um jene zu züchtigen, mit größerem Vorteil bedienen könntet, als derer, die unter meinem Kommando stehen. Noch mehr, wie wichtig müsste deine Freundschaft jedem deiner Nachbarn sein, dem du sie schenken wolltest, und wie leicht könntest du jeden, der dich beleidigt, mit unserer Hilfe, gleichsam als sein Oberherr, zum Gehorsam bringen, da wir dir nicht bloß des Soldes wegen, sondern auch aus Dankbarkeit, die dir für unsere Erhaltung gebührt, dienen würde. Wenn ich dies alles, was uns zur Anhänglichkeit an dich auffordert, mit deinem Misstrauen gegen uns vergleiche, so ist mein Erstaunen darüber so groß, dass ich den mächtigen Redner kennenzulernen wünsche, der imstande wäre zu beweisen, dass wir dir nachstellen. Auf diese Rede Klears antwortete Tissaphernes: Mit Vergnügen, Klearch, habe ich deinem Vortrage voller Weisheit zugehört. Nach diesem zu urteilen, müsstest du selbst dein Unglück wollen, wenn du feindselige Absichten gegen mich hegtest. Um dich aber zu überzeugen, dass auch euer Misstrauen gegen den König oder gegen mich ungerecht wäre, so höre nun auch mich. Glaubst du wohl, dass es uns, wenn wir euren Untergang wünschten, an Reiterei oder Fußvolk oder Waffen fehlen würde? In dieser Hinsicht könnten wir euch wohl Schaden zufügen, ohne selbst etwas dabei zu wagen. Oder glaubst du, dass uns nicht Gegenden genug bekannt sind, deren Lage unsere Angriffe auf euch begünstigen würde? Mit welcher Gefahr würdet ihr durch so zahlreiche Ebenen, deren Einwohner uns zugetan sind, marschieren? Seht die vielen Gebirge vor euch, die ihr übersteigen müsst und die wir vorher besetzen könnten, um sie euch unübersteiglich zu machen. Bedenkt doch die Menge von Flüssen, die uns die Bequemlichkeit verschaffen, nach Gutdünken mit einer größeren oder kleineren Anzahl von euch zu kämpfen und die ihr zum Teil ohne unsere Hilfe durchaus nicht überschreiten könnt. Doch wenn wir auch alle diese Vorteile nicht hätten,
so stünde uns noch das Feuer zu Gebote, um die Lebensmittel zu vernichten und euch so dem Hunger gegenüberzustellen, den ihr auch mit aller möglichen Tapferkeit nicht gewachsen sein würdet. Wie sollten wir nun unter all diesen Mitteln, die sich uns zum Angriff gegen euch darbieten und von denen noch dazu kein einziges mit Gefahr für uns verbunden ist, gerade das eine wählen, das uns dem Zorn der Götter und der Verachtung der Menschen aussetzen würde? Dies lässt sich durchaus nur von Menschen erwarten, die aller Hilfsmittel beraubt, der Notwendigkeit nachgeben und schlechtdenkend genug sind, um sich zur Erreichung ihrer Absichten durch Meineid und Treulosigkeit an Göttern und Menschen zu versündigen. So unverständlich, so unbedachtsam, Kleach, sind wir nicht. Warum wir nun aber, da euer Verderben in unseren Händen war, euch dennoch kein Leid zufügten? Deswegen, Kleach, weil ich wünsche, mir das Vertrauen der Griechen zu erwerben, um mit denselben Truppen, auf deren besoldete Treue gestützt Kyros hier eindrang, von ihrer Dankbarkeit gegen sie selbst gesichert, zurückzumarschieren. Was die Dienste anbetrifft, die ihr mir leisten könnt, so weiß ich außer denen, die du angeführt hast, noch einen sehr wichtigen Dienst. Nämlich, wenn es auch dem König allein erlaubt ist, sein Haupt aufrecht mit einem Diadem zu schmücken, so dürfte es doch vielleicht auch einem anderen, in Verbindung mit euch, nicht schwer werden, sich des Diadems würdig zu machen. Kleach, der diese Äußerung für aufrichtig hielt, erwiderte hierauf: Wer also bei solchen Aufforderungen zur Freundschaft unter uns hinfort sich unterstehen sollte, durch Verleumdung uns zu entzweien, macht sich der strengsten Ahnung schuldig. Wenn ihr, sprach Tissaphernes, Ober- und Unterbefehlshaber, öffentlich zu mir kommen wollt, so will ich euch öffentlich diejenigen nennen, die dich der Verräterei gegen mich und meine Armee beschuldigen. Ich werde sie alle mitbringen, antwortete Kleach, und dann auch diejenigen dir zeigen, die mir ein Gleiches von dir gesagt haben. Nach diesen Erklärungen lud Tissaphernes den Kleach, um ihm seine freundschaftlichen Gesinnungen zu zeigen, zur Tafel. Als am folgenden Tage Kleach wieder ins Lager zurückkam, sah man deutlich, wie überzeugt er war, mit Tissaphernes sehr gut zu stehen. Er teilte die Äußerungen desselben mit und fügte hinzu, dass diejenigen, die er nennen würde, mit ihm zu Tissaphernes gehen sollten. Und wer dann der Verleumdung überführt würde, müsste als Verräter und Feind seiner Landsleute gestraft werden. Er hatte nämlich den Menon in Verdacht, weil dieser sich mit dem Areus zum Tissaphernes begeben hatte, ihm, dem Kleach, abgeneigt war und, um sich den Tissaphernes zum Freund zu machen, das ganze Heer an sich zu ziehen suchte. Zugleich wünschte Kleach die Anhänglichkeit der Armee ungeteilt zu besitzen und alle Gegner daraus zu entfernen. Einige Soldaten aber widersetzten sich gegen seine Forderung, dass alle Hauptleute und Heerführer mitgehen sollten und rieten zum Misstrauen gegen Tissaphernes. Kleach aber behauptete mit Heftigkeit seine Meinung, bis er es durchsetzte, dass 5 Heerführer und 20 Hauptleute zur Begleitung bestimmt wurden. Ihnen folgten, unter dem Vorwand, den Markt zu besuchen, ungefähr 200 Soldaten. Als sie im Hauptquartier des Tissaphernes angekommen waren, wurden die Heerführer hineingerufen. Proxenus aus Böotien, Menon aus Thessalien, der Arkadier Agias, Kleach aus Sparta und der Achäer Sokrates. Die Hauptleute aber blieben draußen. Nicht lange nachher wurden auf ein gegebenes Zeichen die Feldherren im Inneren gefangen genommen und die Hauptleute auf dem äußeren Platze niedergehauen. Hierauf verbreitete sich eine Anzahl feindlicher Reiter auf dem Feld, die alle Griechen, die sie antrafen, Sklaven und Freie, niedermetzelten. Voll Verwunderung über diese herumschwärmende Kavallerie, die sie vom Lager aus sehen konnten, hatten die Griechen noch keinen Entschluss gefasst, als der Arkadier Nikarchus in den Unterleib verwundet und mit den Geweiden in den Händen dahergeflohen kam und den ganzen Vorfall erzählte. Sogleich liefen sie alle bestürzt zu den Waffen, in der Erwartung, den Feind bald vor dem Lager zu sehen. Es kamen aber nur Areios, Artaozos und Mithridates, des Kyros ehemalige Hausfreunde. Der griechische Dolmetscher versicherte, auch den Bruder des Tissaphernes in ihrer Gesellschaft zu sehen. Mit einer Bedeckung von ungefähr 300 geharnischten Persern. Sie hatten sich genähert und forderten nun alle griechischen Ober- und Unterbefehlshaber auf, heranzukommen, weil sie ihnen eine Botschaft vom König mitzuteilen hätten. Nach getroffenen Vorsichtsmaßregeln traten die Heerführer Kleanor aus Ochomenos und der Stymphalia Sophenetus hervor. Sie begleitete der Athener Xenophon,
um sich nach dem Schicksal des Proxenos zu erkundigen. Chirisophus war aber abwesend, denn er stand gerade mit einer Mannschaft in Provinzialangelegenheiten in einem Dorf. Als sie sich hinlänglich genähert hatten, um einander hören zu können, sprach Areius: »Ihr Griechen! Kleach hat für seinen Meineid und für die Verletzung des Bündnisses, deren man ihn überführt hat, die verdiente Todesstrafe erlitten. Proxenos aber und Menon, die den Verrat desselben anzeigten, stehen dafür bei uns in großem Ansehen. Der König lässt euch nun die Waffen abfordern, weil sie, als ehemaliges Eigentum des Kyros, seine Sklaven ihm gehörten.« Die Griechen aber gaben folgende Antwort, die Kleanor aus Orchomenos vortrug: »Areios, du Schande der Menschheit, und ihr anderen, des Kyros ehemalige Freunde, habt ihr denn alle Achtung vor Göttern und Menschen verloren, dass ihr nach Ablegung des Schwurs, mit uns nur einerlei Freunde und Feinde zu haben, in Verbindung mit Tissaphernes, diesem Meister in Frevel und Bubenstücken, an uns zu Verrätern werdet, und nun, nachdem ihr selbst die Männer, denen ihr Sicherheit zuschworet, so schändlich umgebracht habt, in gleichverräterischer Absicht mit den Feinden zu uns kommt?« Areius antwortete: »Kleach ist ja überführt worden, am Tissaphernes, Orontes und uns allen, die wir bei ihnen waren, zuerst verräterisch gehandelt zu haben.« Hierauf erwiderte Xenophon: »Wenn Kleach meineidig das Bündnis verletze, so hat er dafür, der Gerechtigkeit gemäß, seine Strafe gelitten. Dem Proxenus und Menon aber, Männer, die euch einen so wichtigen Dienst leisteten und unsere Anführer sind, schickt uns wieder zurück. Denn natürlich werden sie, als unsere und eure Freunde, unser beiderseitiges Beste zu befördern suchen.« Die Perser hielten hierauf eine lange Beratschlagung unter sich und zogen endlich, ohne geantwortet zu haben, ab. So wurden die Feldherren gefangen genommen und zum König abgeführt, wo man ihnen den Kopf abschlug. Unter ihnen zeichnete sich Kleachos nach dem einstimmigen Zeugnis aller, die ihn näher kannten, als ein sehr erfahrener und leidenschaftlicher Kriegsmann aus. Solange die Lakedaimonier den Krieg gegen Athen fortsetzten, blieb er bei ihnen. Nach dem Friedensschluss aber stellte er seinen Mitbürgern die Beeinträchtigungen vor, welche die Griechen von den Thrakiern litten. Und nachdem er mit allen möglichen Beweggründen seine Absicht bei den Ephoren durchgesetzt hatte, segelte er ab, um die Thrakier, die Perinth und den Chersones bewohnten, zu bekriegen. Nachdem die Flotte schon ausgelaufen war, änderten die Ephoren ihren Entschluss und schickten ihm bis an den Isthmus den Befehl nach, wieder umzukehren. Kleach aber, ohne darauf zu achten, setzte seine Fahrt in den Hellespont fort. Die Regierung von Sparta verurteilte ihn nun als widerspenstigen Bürger zum Tode. Aus seinem Vaterland verwiesen, wendete er sich an Kyros, und wir haben oben gesehen, wie er sich diesen zum Freunde machte. Die 10.000 Dareiken, die er vom Kyros empfing, verwendete er nicht zu seinem Vergnügen, sondern zog dafür ein Heer zusammen und bekriegte die Thrakier. Er besiegte sie, plünderte ihr Land aus und setzte den Krieg gegen sie fort, bis Kyros seiner Truppen bedurfte. Dann zog er ab, um sich mit diesen zu einem neuen Krieg zu vereinen. Diese Tatsachen beweisen seinen kriegerischen Charakter. Denn da er den Krieg und die damit verbundenen Beschwerlichkeiten und Kosten einem Frieden, den er ohne Abbruch seiner Ehre genießen konnte, einer sorgenfreien Muße und dem gefahrlosen Besitz seines Vermögens vorzog. Da er mit einer solchen Neigung dafür Aufopferungen machte, als wenn sein Gegenstand eine Liebschaft oder sonst ein sinnlicher Genuss wäre, so sieht man, wie leidenschaftlich er für den Krieg entflammt war. Allein er liebte den Krieg nicht bloß, er besaß auch kriegerische Talente. Der Gefahr ging er mutvoll entgegen, griff den Feind bei Tag und Nacht an und wusste sich, nach dem einstimmigen Zeugnis aller, die um ihn waren, aus schwierigen Lagen mit Klugheit herauszuziehen. Hiermit verband er, diesem Charakter gemäß, die Eigenschaften eines Heerführers in vorzüglichem Grad, denn nichts übertraf seine Sorgfalt für die Proviantierung der Truppen, noch seine Geschicklichkeit, diese zu beschaffen, und er verstand die Kunst, seine Soldaten den Gehorsam gegen ihn geläufig zu machen. Dies war die Folge seines rauen Charakters, denn sein Blick war finster und seine Stimme barsch. Immer strafte er mit Strenge und bisweilen im Zorn, so dass es ihn auch manchmal gereute. Doch strafte er immer nach Grundsätzen, weil er ein Heer ohne Mannszucht für unbrauchbar hielt.
Er pflegte, wie man erzählt, zu sagen: Wenn der Soldat seinen Posten gehörig bewachen, die Freunde mit Schonung behandeln und ohne Widerrede gegen den Feind marschieren soll, so muss er sich vor dem Feldherrn mehr als vor dem Feind fürchten. In misslichen Lagen hörten daher die Soldaten begierig, ohne einen anderen zu fragen, nur auf seinen Rat. Das Finstere in seiner Miene klärte sich dann, ihrem Geständnis nach, auf, und in seiner Rauheit fanden sie nur Aufforderung zum Mut gegen die Feinde und Rettung aus der Gefahr. Sobald sie aber nichts mehr zu befürchten hatten und sich unter eine andere Fahne begeben durften, verließen ihn doch viele. Denn in seinem Betragen war nichts Anziehendes, sondern geradezu Abstoßendes. Daher war auch seinen Soldaten vor ihm so bange wie Schulknaben vor ihrem Lehrer. Keiner nahm aus Zuneigung und Liebe unter ihm Dienst. Diejenigen aber, die auf Befehl ihres Vaterlandes oder weil sie seiner Unterstützung bedurften oder anderer dringender Umstände wegen unter seinem Kommando standen, wusste er sehr gut in Unterwürfigkeit zu erhalten. Der Sieg, den sie unter ihm lernten, gab ihm sehr wirksame Mittel in die Hände, sie zu braven Soldaten zu bilden, denn unter ihm fühlten sie Mut und Entschlossenheit, und die Furcht vor seiner Strafe hielt sie in Ordnung. So wusste er zu beherrschen, obgleich er selbst, wie man sagt, eben nicht biegsam war, wenn er gehorchen sollte. Er starb als Mann von ungefähr 50 Jahren. Proxenos aus Böotien strebte schon von seiner frühen Jugend an, sich für das männliche Alter zu großen Taten zu bilden. Und von diesem Wunsch getrieben, ließ er sich für Bezahlung von Gorgias aus Leontium unterrichten. Als er sich nun in dem Umgang mit diesem Mann Kenntnisse genug erworben zu haben glaubte, um über andere zu gebieten und in dem Umgang mit Männern ersten Ranges ihre Gefälligkeiten erwidern zu können, nahm er an den bekannten Unternehmungen des Kyros Anteil, in der Hoffnung, sich dabei einen vorzüglichen Ruhm, einen ausgebreiteten Einfluss und ein beträchtliches Vermögen zu erwerben. Mit diesem Wunsch aber verband er, wie man deutlicher sehen konnte, die Absicht, sich jene Vorteile nicht durch ungerechte Handlungen, sondern schlechterdings nur auf rechtmäßige und rühmliche Art zu verschaffen. Über gute und brave Leute verstand er zu gebieten, aber sich bei seinen Soldaten in Achtung und Furcht zu setzen, war seine Sache nicht, und seine Rücksicht gegen sie übertraf die ihrige für ihn. Man ersah deutlich, dass er sich mehr fürchtete, seinen Soldaten verhasst zu werden, als diese ihm ungehorsam zu sein. Er hielt es, um Anführer zu sein und dafür zu gelten, schon für hinlänglich den braven Krieger zu loben und den Unwürdigen unbemerkt zu lassen. Daher kam es, dass die guten Soldaten seines Korps ihn liebten, die schlechten aber ihn als einen Mann, der es ihnen ja bequem genug machte, zu hintergehen suchten. Als er sein Leben verlor, war er gegen 30 Jahre alt. Einer der hervorstechendsten Charakterzüge des Thessaliers Menon war Habsucht. Und nur um diese zu befriedigen, strebte er nach Herrschaft. Auch seinem Ehrgeiz lag nur der Wunsch, sich zu bereichern, zugrunde, und in der Freundschaft der Mächtigen suchte er nur Straflosigkeit für seine Verbrechen. Um auf dem kürzesten Wege an seiner wünschten Ziel zu gelangen, hielt er Meineid, Lüge und Betrug für zweckdienliche Mittel. Aufrichtigkeit und Wahrheitsliebe überließ er den Schwachen. Er liebte, soweit sich bemerken ließ, niemanden. Wenn er aber jemandes Freund zu sein vorgab, so konnte man sich sicher darauf verlassen, dass er ihm nachstellte. Nie spottete er über einen Feind. Aber mit allen, die zu seiner Gesellschaft gehörten, sprach er immer in spottendem Ton. An den Besitzungen des Feindes vergriff er sich nicht, denn er hielt es für gewagt, bewachtes Eigentum anzutreffen. Aber die unbeschützte Habe der Freunde hielt er und schien sich auf diesen Grundsatz etwas einzubilden für die leichteste Beute. Gegen alle die Menschen, die er zu Handlungen des Meineids und der Ungerechtigkeit geneigt und also gegen seine Angriffe gut gedeckt fand, wagte er nichts zu unternehmen. Aber redliche und rechtschaffene Leute misshandelte er als Schwächlinge. Wenn ein guter Mensch an Gottesfurcht, Wahrheit und Gerechtigkeit sein Vergnügen findet, fand Menon ein Vergnügen daran, einen Betrug zu spielen, eine Lüge zu erfinden oder einen Freund lächerlich zu machen. Mangel an Arglist galt ihm für Dummheit. Personen, in deren Freundschaft er die erste Stelle zu erhalten wünschte, glaubte er dadurch gewinnen zu müssen, dass er ihnen gerade die Menschen, die im Besitz jenes Vorzuges waren, verdächtig zu machen suchte. Für die Aufrechterhaltung des Gehorsams unter seinen Soldaten brauchte er das Mittel, sich mit ihnen zu schlechten Handlungen zu vereinen.
Ehrfurcht und Dienstbeflissenheit suchte er sich dadurch zu erzwingen, dass er merken ließ, er habe widrigenfalls die Macht und den Willen zu schaden. Wenn aber jemand von ihm abfiel, so rechnete er es sich zum Verdienst an, ihn, da er mit ihm noch in Beziehungen stand, nicht unglücklich gemacht zu haben. Doch eine Schilderung, die sich nicht auf allgemein bekannte Tatsachen stützt, kann unzuverlässig scheinen. Ich will daher jetzt erzählen, was allen bekannt ist. Bei Aristipp hatte er es in einem Alter, das sich durch seine Blüte empfahl, dahin gebracht, dass er das Kommando über die Mietstruppen derselben erhielt. Dem Arieus, einem Barbaren, der an schönen Jünglingen viel Gefallen fand, gab er sich in diesen Jugendjahren preis. Er selbst, noch unbärtig, hatte außerdem eine Liebschaft mit dem schon bärtigen Taripas. Als seine Kameraden wegen des mit Kyros gegen den König unternommenen Feldzugs den Kopf verloren, wurde er, obgleich mit derselben Schuld behaftet, verschont. Doch nach ihrer Hinrichtung musste auch er auf Befehl des Königs mit dem Leben büßen. Er wurde nicht, wie seine Vorgänger, enthauptet, eine Todesart, die, wie es scheint, die ehrenvollste ist, sondern, wie man erzählt, als ein Bösewicht ein Jahr lang gemartert, bis er starb. Auch Agias aus Arkadien und Sokrates aus Achaia wurden hingerichtet, Männer, denen man in Hinsicht ihres Betragens sowohl im Felde als im Umgang mit den Freunden alle Gerechtigkeiten widerfahren lassen muss. Beide endeten etwa im 40. Lebensjahr.